So, die letzten drei Züge sind nur noch. Waluigi würfelt eine 9. So, er kommt jetzt auch wieder zum Würfelspiel. Mal sehen, was muss er schlagen? Eine 2. Ja, das wird er wohl eher nicht verlieren. Ja, so sieht's aus. Und kriegt sogar nochmal 10 Münzen als Belohnung. So, weiter geht er. 6 Felder bis zum blauen Feld. Okay, Peach ist dran. Nimmt den Maxi-Pilz. Will sich also etwas schneller fortbewegen. So, eine 9. Und eine 3 macht 12. So, sie will natürlich auch möglichst schnell. Ja, warum hat sie das jetzt eigentlich gemacht? Das bringt ihr doch gar nichts. Oder wollte sie wieder da unten dann rechts hin? Ich weiß nicht so genau. Ich könnte jetzt meine Wunderlampe einsetzen, allerdings würde ich die lieber einsetzen, wenn ich da nicht zum Grünfeld hinkomme. Wir würfeln einfach mal normal. Ach, 2. Mist. Ich wollte jetzt schon eigentlich noch wissen, wo ich dann da hinkomme. Das ist natürlich schade. Okay. 4-Player-Minigame. Ein neues. Abgestempelt. Haben wir das schon mal gespielt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, haben wir das schon mal gespielt? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also wenn wir es gespielt haben, dann nur einmal. Stemple, wo immer du kannst. Sollte kein Spieler mehr als 5% der Fläche gestempelt haben, gilt das als unentschieden. Control-Stick, Richtung ändern, A, springen. Hältst du A länger gedrückt, kannst du weiterspringen. Okay, machen wir mal Training. Kann ich mir jetzt zumindest nicht mehr dran erinnern an das Spiel. So. Ja, da kann man ja einfach ein bisschen, genau, ein bisschen weiter immer springen, dann hier am meisten der Fläche wieder in seiner Farbe. So, ich bin jetzt hier gelb in dem Fall. Okay, ich glaube, das habe ich verstanden. Können wir gleich Start machen? Machen wir gleich Start. Es wäre noch praktisch, wenn man das aktuelle Minispiel einfach vom, Üben-Modus direkt in den Startmodus umwandeln könnte. So dass man nicht das extra neu starten müsste. Das wäre eigentlich eine coole Funktion, wenn es die gäbe. So, möglichst hier das von den anderen wieder rückgängig machen. So, ich müsste da nochmal zu Waluigi hin und bei ihm müssen wieder rückgängig machen. Okay, was haben wir hier? 17%. Ja, das war eindeutig am meisten. Sehr schön. 10 Münzen gibt's für mich. 127 habe ich jetzt insgesamt. So, die letzten zwei Züge. Waluigi ist dran. Würfelt eine 3. Bekommt ein Item. Vom großen Geschenk. Und zwar einen Maxi-Pilz. Peach ist dran. Würfelt eine 10, die Maximalanzahl. Da rechts kommt man anscheinend nur rein, wenn man Mini ist. Und auch sie einen Maxi-Pilz. So, ich bin dran. Jetzt hat ja niemand eine Wunderlampe außer mir, also da könnte ich jetzt eigentlich nochmal. Ja. Na doch, es kann sein, dass ich da jetzt noch hinkomme und dann kann ich vielleicht sogar noch einen Stern erhaschen, wenn ich jetzt viel Glück habe. Mal schauen. 5. Also beim nächsten Zug meine ich dann. Willkommen beim Roulette, niemand weiß, was dich erwartet. Für einen kleinen Modus, genau. Klar, warum nicht? So, ich bezahle natürlich die 20 Münzen. Alles hier raus damit. Ich habe so viele Münzen, die werde ich niemals brauchen. So, jetzt sollte ich aber mal zum Grün hinkommen. Ja,
Sehr schön. Da gibt es den Stern für mich. Wird ja auch Zeit, dass du hier auftauchst, Luigi. Hier, ein Top-Angebot. Tausche Münzen gegen Stern. Na klar. Nun denn, hier ist dein Stern. Dankeschön. Und ich habe immer noch die Wunderlampe, die kann ich dann im nächsten Zug einsetzen. Und dann gleich noch einen Stern bekommen. Sehr schön. Okay, ja, da gehe ich jetzt natürlich nicht lang. Coole Sache. So, Daisy ist dran. Eine 3. So, und wir spielen jetzt ein 2 gegen 2 Minispiel, okay. Ein neues. Bestellung bitte. Ach nee, nicht das. Ja, ich glaube, wir hatten jetzt 2 gegen 2 Minispiele hatten wir echt nur 2017 gespielt bisher, also 2019 noch gar keins. Merke dir, welches Essen in welcher Schachtel steckt. Finde das zweiteilige Menü, das Toad auswählt. Controlstick bewegen, A, Schachtel öffnen. Ja, das war ein bisschen schwieriger. Der Tisch dreht sich. Verfolge das Essen, um dir so seine Position zu merken. Ich glaube, da können wir gleich Start machen, weil das ist echt nicht wirklich einfach, das Spiel. Okay. Nein. Hallo? Mist, das war es nicht. Okay, wir haben trotzdem gewonnen. Burger, Burger, Suppe ist bei mir. Und da dieses Eis. Okay, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, leider. Okay, da war zufälligerweise das Richtige. Nein, da auch nicht. Okay, Daisy hat das Richtige erwischt. Burger, Burger, Suppe, Eis. Mhm. Okay, das habe ich mir gemerkt. Okay, das Eis ist hier. Nein? Okay, dann war es hier. Ja, okay. Wir haben es geschafft. Also wenn man das Spiel... Ja, man muss auch ein bisschen Glück haben, dass man zufälligerweise sich die Sachen gemerkt hat, die da angezeigt waren. Sonst... Ja. Ist das nicht so gut, aber... Eigentlich geht das schon. Letzter Zug. So. Waluigi setzt einen Maxi-Pilz ein. In der Hoffnung, noch irgendwie zu einem Stern hinzukommen. Was aber wohl nicht passieren wird. Oh. Und er hat einen Pasch gewürfelt. Sehr schön. Jan, die Zahlen stimmen überein. 10 Münzen kriegt er dafür. Tja, das bringt ihm jetzt aber auch nichts mehr. Ja, läuft er einmal im Kreis. 6 Münzen. Peach ist dran. Sie nimmt auch den Maxi-Pilz. Kommt sie da noch hin zu dem Stern? Na, ist ja auch egal. Ich krieg jedenfalls auch noch einen. Nee, jetzt sowieso nicht. Sie ist ja groß. Aber sie will nochmal 10 Münzen haben. Der erste Stern ist da auch gar nicht. Okay. Na dann. Und nochmal 6 Münzen. So, ich bin dran. Ich verwende natürlich meine Zauberlampe, um hier im letzten Zug auch noch einen Stern zu bekommen. Ja. Und her damit. Da klopfte auf seinen Bauch. Ihr habt gerufen, Meister? Ich bin der Geist der Lampe, für Freunde der Lampengeist. Ich, der Lampengeist, kann meinen Meister dorthin bringen, wo sich der Stern befindet. Und das mache ich jetzt auch. Bäm. Sehr schön. Dann mal her damit. So, 20 Münzen tausche ich ein. Noch ein Stern. Und somit habe ich jetzt 3. Sehr schön. I got it. So, der nächste Stern wäre jetzt dort. Ich glaube aber, den wird keiner mehr bekommen, oder? Jetzt ist er nur noch Waluigi... nicht Waluigi, sondern... Wer ist noch dran? Daisy?
Ach, ich kann ja auch nochmal würfeln. Aber ich gehe in die andere Richtung. Na dann. Daisy ist noch dran, okay. Aber die ist ja auch ganz woanders. Tja. Dies ist die letzte Runde, da ist nichts passiert. So, und es gibt nochmal ein Minispiel. 4-Player-Minigame. Und zwar Domino Desaster. Okay, ich glaube, das haben wir noch nicht gespielt. Schauen wir mal. Nee. Betätige den Schalter schnell, um die meisten Wump-Domino-Steine aufzustellen. A-Schalter betätigen. Drücke den A-Knopf so schnell du kannst. Ach, schon wieder so ein Spiel. Okay, ja, da braucht man eigentlich nicht viel üben. Können wir gleich Start machen. Vor allem, weil das Spiel jetzt eh kaum noch was ändern wird, glaube ich. Oh. Das sind eine Menge Domino-Steine. Okay, dann mal los. Zack, 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 zack. Ich gebe mein Bestes. Oh, okay. So, mal schauen. Joa. Da hatte ich in der Tat ein paar. Aber nur 64? Anscheinend. So, 99 Münzen nochmal. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zur Siegerehrung. So, das war's. Nun die Ergebnisse. Zuerst sehen wir, wie viele Sterne jeder hat. So viele Sterne habt ihr gesammelt. Ja, da habe ich eindeutig die meisten und dahinter Peach. Nun sehen wir, wie viele Münzen ihr habt. So viele Münzen habt ihr gesammelt. Habe ich auch die meisten. 99. Kommen wir zur Vergabe der Bonussterne. Jeder auserwählte Spieler erhält einen Stern. Zuerst der Minispielstern. Wer hat die meisten Münzen in Minispielen gesammelt? Diesmal geht der Minispielstern an Luigi. Also noch ein Stern für mich. Sehr schön. Als nächstes der Münzstern. Er geht an den Spieler, der die meisten Münzen gesammelt hat. Diesmal geht der Münzstern an Luigi. I'm the best. That's it. Und letztendlich der Ereignisstern. Er geht an den, der die meisten Fragezeichenfelder betreten hat. Diesmal geht der Ereignisstern an. Oh, Daisy, okay. Warum nicht? Und nun das Endergebnis. Der Sieger ist Luigi. Ja, so ist es, Freunde. Ich bin der Partystar. Ganz genau. Danke, Freunde, danke für diesen wunderbar großartigen Titel. Ich freue mich wirklich sehr. Results, da sehen wir es nochmal. Daisy hier mit 2 Sternen, ebenso wie Peach. Aber ich mit meinen 5 Sternen bin dann doch da etwas besser dabei. So, die Einzelergebnisse. Ich hatte auch die meisten Sterne, die meisten Münzen in Minispielen, die meisten Münzen besessen. Achso. Ich habe 127 im Spiel besessen, okay. Daisy hat die meisten blauen Felder betreten. Peach ist am öftesten auf einem roten Feld gelandet. Daisy ist am öftesten und auch als einziges auf einem Fragezeichenfeld gelandet. Und niemand im Ragfeld. Ja, Peach kam auch 4-mal auf ein Pilzfeld, also am öftesten. Und ich kam als einziges auf ein Warpfeld. Alles klar. Möchtest du speichern? Na klar, warum nicht? Gratuliere, Luigi. Wegen des Geschenkes. Manche sind ja recht großzügig. Mein Geschenk. In Form einer Röhre. Ich aber nicht. Wow.
Du musst mich zuerst in einem Minispiel schlagen. Ein Minispiel? Was denn für ein Minispiel? Oh nein. Dann lass es uns mit Chip Flip austragen. Möchtest du vorher die Regeln hören? Na klar. Also gut, so läuft die Sache ab. Auf jedem Chip steht eine Nummer. Wähle einen Chip und addiere seinen Wert zum Gesamtergebnis. Wir sind abwechselnd dran, du darfst sogar anfangen. Wer zuerst 50 Punkte erreicht, hat das Spiel gewonnen. Bewege dich mit Control-Stick zu einem Chip und drücke A und nochmal A, um ihn umzudrehen. Das ist auch schon alles. Also gut, packen wir es an. Das müsste eigentlich so ungefähr hier. 3. Oh, da war die 10. Oh, 20, sehr schön. Minus 10. Ja gut, dann machen wir mal hier weiter. Oh cool, nochmal plus 10. Oh, da hat er nochmal 5 bekommen. Machen wir mal hier weiter. Ist das jetzt zufällig eigentlich? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh, da war eine 20. Okay. 3. Und momentan führe ich noch. Dann nochmal minus 5 bekommen, sehr schön. 10, sehr schön. So, er kriegt nochmal 5 dazu. Gehen wir mal hier hin. 3. Ja, und damit habe ich gewonnen. Sehr schön. Haha. Besiegt. Geschafft, Luigi. Also. Kriege ich jetzt mein Geschenk? Endlich? Na los. Bekommst du hiermit dein Geschenk? Yay. Danke. Oh, du bekommst Luigis Trimrad. Mein eigenes Trimrad habe ich jetzt bekommen. Okay. Müsste ich das nicht schon längst besitzen, wenn es Luigis Trimrad ist? Ist doch voll die Verarsche, ey. Du bekommst Luigis Trimrad. Gratuliere. Möchtest du speichern? Warum nicht? Tja, und da sind wir wieder im Story Mode. Auf welche Party möchtest du gehen? Ja, okay, das haben wir jetzt also gewonnen. Wir gehen mal wieder zurück. Das haben wir jetzt, glaube ich, beim... Wie heißt denn das? Muss ich gerade mal schauen. Welche Party soll beginnen? Present Room. Sieh dir alle Geschenke an, die du hier bisher bekommen hast. Genau. Da können wir nämlich uns die Geschenke anschauen, die wir bisher bekommen haben. Es gibt natürlich nicht nur ein Geschenk. So. Schau, geil. Oh, willkommen. Das ist das Geschenkezimmer. Und rein da. Ein Podest für irgendwas. Das ist Luigis Geschenkezimmer. Ein Podest für irgendwas. Hm. Was hier wohl hingehört? Tja, hier ist jetzt noch nicht allzu viel. Und hier haben wir die Minispiel-Trophäen. Das ist ein Goomba-Teller. Er fliegt wie ein Frisbee. Das ist Buhus Bilderrahmen. Perfekt für Spektralfotografie. Das sind die zwei Sachen, die wir bisher schon haben. Das ist ein Bowser-Teller. Genau richtig für ein verbranntes Steak. Okay. Ja. Also wir haben jetzt Luigis Trimrad hier gewonnen. Es zeigt verbrannte Kalorien an. Ja. Sehr schön. Gut. Oh, möchtest du schon gehen? Ja, leider. Denn ich habe noch andere Dinge zu tun.
Gut, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Brett und vielleicht auch dem nächsten Charakter im Story Mode. Und ja, ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Mario Party 4 und ciao.